einem neuen Video von mir für euch. Heute haben wir sowas in einer Art Challenge. Björn wird sich gleich einen Charakter ausdenken, überlegen, was auch immer. Den würde mir auf die Stirn kleben und ich werde erraten, wer ich bin. Die sogenannte Wer bin ich Challenge. Ich bin sehr gespannt, wer ich sein werde. Wenn ihr Björn gerne mal wieder vor der Kamera sehen wollt und allgemein ein neues Video von uns sehen wollt, in dem wir ein paar Fragen von euch beantworten, dann stellt uns ein paar Fragen in den Kommentaren. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, ein Fragen- und Antworten-Video für euch drehen zu können. Schaut am besten, was die anderen uns für Fragen stellen, damit nicht jede Frage doppelt und dreifach gestellt wird. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Björn hat sich jetzt eine Person, einen Charakter ausgedacht. Er wird euch den hier irgendwo einblenden, keine Ahnung wo. Und damit ich jetzt nicht endlos viele Fragen stelle, was ich ja machen könnte, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich 10 Fragen stellen kann und werde. Und wenn ich dann immer noch nicht auf den Charakter gekommen bin, dann habe ich verloren. Aber es gibt keine Bestrafung. Stellt euch hier auf keine Bestrafung ein. Aber ratet auf jeden Fall in den Kommentaren mit, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und das Erste, was ich Björn fragen möchte, ist, bin ich weiblich? Nein. Okay, ich will mein Handy. Bin ich eine Zeichentrickfigur? Nein. Bin ich ein YouTuber? Ja. Habe ich mehr als 1 Million Abonnenten? Nein. Toll. Okay, also ich bin männlich. Ich bin YouTuber. Ich habe nicht mehr als 1 Million Abonnenten. Und ich habe blonde Haare? Nein. Das waren jetzt die ersten 5 Fragen. Alles, was ich weiß, dass ich männlich bin, YouTuber und ich habe braune Haare? Ja. Bin ich Julian Bam? Ach nee, der hat ja 4 Millionen. Sorry, fail. Nein. Hey, das war jetzt keine Frage. Okay, keine Frage. Drehe ich Vlogs? Nein. Rede ich viel über Fitness? Ja. Okay, also bin ich ein Fitness-YouTuber mit braunen Haaren? Nein. Ich habe kein... Okay, kein Fitness-YouTuber. Gucke ich in YouTube überhaupt? Ja. Aber ich will jetzt nicht Tanzverbot oder so. Nein. Okay. Joey Schlange? Nein. Oh, ich weiß gar nicht, hat der überhaupt schon eingeladen? Welchen männlichen YouTuber schaue ich denn öfter und wer redet denn mit über Fitness und seit wann gucke ich überhaupt Fitness-YouTuber? Es ist kein Fitness-YouTuber. Ja, gut, er redet aber über Fitness. Ja. Na komm schon. Ja oder nein fragen? Das ist mir bewusst, Björn, aber ich habe nur noch eine Frage und ich möchte gerne erraten, wer ich bin. Ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Bin ich Lion-TV? Nein. Ach nee, der hat ja auch mehr. Oh Gott, ich fail die ganze Zeit. Die haben alle ich glaube, das war auch deine letzte Frage. Toll! Die ersten 10 Fragen habe ich ja jetzt schon gestellt. Allerdings bin ich noch nicht darauf gekommen, wer ich bin. Und das Ganze ging ja jetzt auch ziemlich schnell. Das heißt, ich stelle einfach noch ein paar Fragen und wir schauen dann einfach mal, wann es für uns genug ist und wann wir den Charakter auflösen. Und die nächste Frage, die ich stelle, bin ich deutscher YouTuber? Ja. Okay. Lade ich jeden Tag ein Video hoch? Nein. Das muss ja so schwer sein. Bin ich Björn oder? Ja! Oh! Du bist doof. Nee. Ja, okay. Die 1 Million Abonnenten haben wir tatsächlich noch nicht. Ich lade nämlich jeden Tag ein Video hoch. Okay, ihr Lieben, wie ihr mitbekommen habt, ich bin heute Björn. Meine Stimme hat sich etwas verändert, meine Haare sind etwas gewachsen und. Ja, ich muss sagen, ich habe ganz schön Arbeit bekommen. Aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein wenig unterhalten. Ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren mitgeraten, wer ich bin. Stellt uns fleißig eure Fragen, damit das nächste Video ein Fragen und Antwort. Damit das nächste Video ein Fragen- und Antworten-Video werden kann. Und dann würde ich sagen, liken, abonnieren, kommentieren und weiterempfehlen. Und ich möchte noch 2 von euch grüßen. Da ich der nette liebe Björn bin, grüße ich die liebe Christine Mehlmann. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und Miami Emmy, ich liebe dich und deine Kommentare.
Danke, dass du so eine treue Zuschauerin bist und ich hoffe, du siehst, dass du gegrüßt wirst. Und dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr habt mitgeraten und denkt an uns Fragen zu stellen, den Daumen nach oben zu drücken und zu abonnieren, uns weiter zu empfehlen und alles, was nur geht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.